Freude, aber auch Sorge bei den Anhängern von Venezuelas Staatschef Hugo Chavez. Der Kommandante kam gestern 10 Wochen nach einer Krebsoperation in Kuba zurück in seine Heimat. Eine Rückkehr, die die Menschen stark bewegte. Allerdings herrscht weiter Unklarheit über seinen Gesundheitszustand. Die Regierung bemüht sich, Zweifel zu zerstreuen. Die gesamte Mannschaft von Kommandante Hugo Chavez ist hier. Ihm geht es gut, er ist bei Bewusstsein, er ist sehr glücklich, wieder in seiner venezolanischen Heimat zu sein, wie er auf Twitter sagte. Wir alle teilen dieses große Glück und diesen bewegenden Moment mit dem Volk. Chavez befindet sich derzeit in einem Militärkrankenhaus in der Hauptstadt. Familie und Minister seien bei ihm. Seit der Operation in Kuba im Dezember hatte es kein Zeichen mehr von ihm gegeben, bis Freitag Bilder von Hugo Chavez veröffentlicht wurden. Er muss seine Mission zu Ende bringen, zusammen mit seinem Volk, das ihn liebt und für ihn betet. Chavez hätte Mitte Januar eigentlich seine neue Amtszeit antreten sollen, doch die Krebserkrankung hinderte ihn daran. Spekuliert wird nun, ob er für eine schrittweise Machtübergabe zurückgekehrt ist, denn Ärzte in Kuba sprechen von Krebs im Endstadium.